Da sehen Sie, bei den Auerbachern beteiligen sich viele, viele Spieler am Tore werfen. Und Abwehr durch den Kreis, der nächste 7 Meter für die Leipziger. Einen hat Georg Eulitz verwandelt, den anderen hat er leider liegen gelassen. Jan Höhne kommt von der Wand für diese 7 Meter. Jan Höhne. Den haben wir bisher noch nicht auf dem Feld gesehen. Aber er trifft aus dem Kalten heraus. Jan Höhne netzt ein zum 15:16. Jetzt sind die Leipziger auf Tuchfühlung, nachdem Auerbach ja, mit 4 Toren vorn lag. Und jetzt sind noch 4 Minuten in der ersten Halbzeit zu spielen. Und immer wieder Matthias Werner, der 27-Jährige, der den Ball verteilt, da ist er wieder. Da macht sie das Spiel eng, dann kommt das Anspiel auf rechts außen. Jetzt macht sie das Spiel plötzlich breit. Da gibt es natürlich dann die Lücken. Da gibt es 2 Minuten gegen René Wagner. Der René, der begreift die Welt nicht. Also die beiden Schiedsrichter Andreas Jakob, Mike Kuss, machen sich derzeit bei den Hausherren unbeliebt durch diese 2 Minuten gegen René Wagner. 15:16, der Spielstand 27. Minute und die Leipziger erneut in Unterzahl. Es ist schon ihre 4. Zeitstrafe. 2 Finger bohren sich in die Höhe, zeigten 2 Minuten an. Und dann Max Bertold dazwischen. Max Bertold hat den Ball. Und wieder ein technischer Fehler. Da schimpft Max Bertold auf seinen Kollegen. Da stand sich etwas im Weg. Da haben sie den Ball verbasselt, die Leipziger. Block der Leipziger, da feiern sie, aber sie müssen aufpassen, denn der Angriff für Auerbach geht weiter. Und verworfen. Die Auerbacher sammeln den Ball über die Latte des Tores von Patrick Siebert. Ja, Patrick Siebert ist für den etwas glücklosen Sebastian Schulz ins Tor gerückt. Nach rund einer Viertelstunde. Und in ihm kam das Glück zurück. Die Leipziger haben die Chance zum Ausgleich. Sie würden dann zum zweiten Mal ausgleichen. Aber sie sind weiterhin in Unterzahl. Zillanpe, Bertold. Da ist er. Bertold geht! Und gehalten! Da feiert Philipp Walzig seine Parade. War das eine Riesenchance von Max Bertold. 15:16 der Spielstand. Sie waren drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen. In der 28. Minute die Leipziger. Bertold lässt diesen Ball liegen. Noch 2 Minuten in der ersten Halbzeit. 15:16. Der Spielstand. Über links geht es. Und Siebert hält! Siebert hält! Jetzt muss es schnell gehen. Eulitz, Eulitz. Reichweite, Eulitz. Tor! Ausgleich! Georg Eulitz mit seinem 6. Tor. Und jetzt eine kurze Bildschirmpause. Da gucke ich auf.